Text gelesen. Viele Male, nicht gezielt im Sinne einer Aufführung. Verliebtheit in diesen Text sozusagen. Ich habe mir immer erlaubt, ihn laut jemandem vorzulesen. Und dann entdecke ich das eine oder andere, wo ich weiß, ich muss mich darum kümmern. Das war für mich natürlich auch ein Indiz, dass wenn ein Büchner Anwalt vom Lenz wird sozusagen, um dem auf die Spur zu gehen, um dem zu folgen, um den ja, verstehen zu können auf eine gewisse Weise. Hat mir vollkommen genügt zu sagen, da muss ich mich auch drum kümmern. Da gab es ein zweites, das war so eine Ehrfurcht vor dem Büchner, er war ja ein sehr junger Mann, als er auch den Lenz geschrieben hat, was für mich unfassbar war, dass ein relativ dann doch junger Kerl so reich und so schon durchs Leben ging. Dann habe ich nochmal den Hessischen Landboten gelesen, um mal nochmal eine Antwort versuchen zu geben. Was mit dem Lenz natürlich überhaupt gar nichts zu tun hat, aber mit den Büchern. Also die Revolte, die Unruhe, der Aufruhr, das Aufmucken, wie du willst. Eine Parteilichkeit, also parteiisch bei den sogenannten Schwachen, bei den sogenannten Kleinen stehen. Und der Lenz war ein Schwacher, ein Geschundener, ein Geschlagener, ein verloren gegangener eigentlich. Und dass er dem so einen Platz gibt, das ist schon mal Hinweis, dass man sich drum kümmern muss. Also man kann das nicht nur im Bücherschrank stehen lassen. Und das kam dann irgendwie so zusammen. Das ist ein Paket. Das hat mit Straßburg, Lenz, Kathedrale erstmal gar nichts zu tun. Bei der Kathedrale kam natürlich auch das Bild Gebirge. Also das und das Erlaufen. Hm? Also, sich da reinbegeben, sich aussetzen, ausliefern. Dass das heute ziemlich verkommen ist, das wissen wir. Siehe Straßburger Münster, die Touristen, das hat mit denen nichts mehr zu tun, ohne Frage. Die haben genau dort gespielt, sozusagen. Das war der erste Teil. Okay. Und das waren die Szenen Robert Weiß auf Französisch. Okay. Wir haben das ja dreisprachig gemacht. Deutsch, Französisch, Elsässisch. Ah, gut, das weiß ich auch nicht mehr. Donc, wir haben drei Langen, auf jeden Fall. Allemand, Français et Alsacien. Et Alsacien. Oh, ja. Okay. Das heißt nicht, dass es traduit wurde, sondern es waren Teile auf Deutsch, also viele Lenz Büchner. Die Partie en Allemand, donc le Lenz Büchner. Der lief eh den ganzen Abend über Band, den hast du überall gehört. Tut. Ja, den ganzen Lenz ohne Strich. Ah, tut, du meinst tut Französisch? Tout le texte. Okay, tout le texte en permanence, oui. En permanence, ne? Endlos Schleife. Okay. So. Der deutsche Text von Lenz. Ja, der deutsche. Okay. Donc, le texte allemand de Lenz, il était en boucle, en enregistrement en permanence. Il était là. D'accord. Und das war ganz gut technisch gemacht. Du hattest eigentlich nie den Eindruck, dass irgendwo ein Lautsprecher, ich muss dazu hören, sondern es war eigentlich wie so ein Brummen in den Steinen, wenn du willst. Mhm. Oder so ein Aufglühen von irgendwas hört man da so ein bisschen eher. Und dann war Französisch, waren die Naturbeschreibungen aus dem Lenz-Büchner. Die haben wir auf Französisch gemacht. Mhm. Okay. Da war ein Schauspieler drin, wunderbarer Alltag, toller Typ. Und der hat Herr Mosse, also so gemacht. Ach, sie, und zwar alle Namen von den deportierten Juden, Homosexuellen, politisch Verfolgten aus dem Nazireich. Also alle elsässisch alphabetisch mit, der hat das hinreißend gut gemacht. Das hast du auch nur auf eine gewisse Art mitgekriegt. Also es klingt jetzt viel aufdringlicher, als es war natürlich. Es hat sich so gemischt mit dem Uhrwerk. Mhm. Wenn du die Fenster aufhast, dann hörst du wirklich dieses Uhrwerk. Okay. Da oben ist ja eine Maschine. Die Müller, Friedrich, Frick oder wie auch immer. Er sagte die Namen gleichzeitig. Und dann mal eine Weile nicht. Und er hat das richtig super gemacht. Es ging ja 4 Stunden, das Ganze. Ja. Und du musst erst mal hinkriegen, gell? Mhm.
Ja, weil da oben ist es ja schon relativ eng, ja. Eben. Und da dachte ich auch, sag mal, wie ist denn das hier alles? Auch der Münsterplatz kam mir so klein vor. Ja, der ist auch eng. Boah. Eigentlich, ja. Hm. Ich denke, man muss ja auch ein bisschen was erzählen, wie kam das dazu sozusagen. Na, da gibt es ja verschiedene Ebenen, warum das überhaupt stattfinden konnte, so, wenn du willst. Ne? Da gab es natürlich eine Theaterlandschaft, die war in den 70ern in Frankreich ziemlich trist, also ein bisschen Comédie Française, also Beinheben und das war's. Also stinklangweilig, nachdem in den 60ern das Festival d'Avignon natürlich ganz wichtig war, europäisch gedacht, ne? Wir sind alle per Anhalter nach Avignon, das Festival zu sehen. Ende der 60er war das durch. Da war das nur noch Touri-mäßig und ein reines Pissoir, das ganze Avignon, wenn du willst. Also es war einfach weg auf eine Art, auch wenn es stattfand. Also. Und in dem Sog, und da hängt das Plakat, haben wir Faust gemacht, der Krüger und ich, in der Salpêtrière in Paris, Faust 1 und Faust 2. Das muss man wissen, weil da, das ist eine Folge, ist der Lenz, wenn du willst. Ja, und da gibt es aber eine säkularisierte, riesige Kirche, Rundbau. Genau, Fotos angucken, die sind jetzt in der Schublade. Und vier Kapellen flankieren so diesen Rundbau. Und da haben wir Faust 1 und Faust 2 gemacht, 75. 75 war das, ja. Chatrin hätte dort seine, seine Vorträge gehalten. Das kann gut sein. Ja, das ist ja auch irre. Okay. Und der Krüger war der Meister, unser Maître, Chef des Hauses. Und er hatte zwei Mitarbeiter. Das eine war André Engel, Franzose. Und der andere war ich. Okay. André Engel? Okay. Und der André ging nach dem Faust, hat der Jean-Pierre Vincent ihn fest nach Straßburg geholt, ans TNS. Mhm. Und baute ein bisschen auf der Jean-Pierre das, was er in Deutschland gelernt hat, als guter Schaubühnenbesucher in Berlin. Nämlich ein festes Ensemble, Spielplan und hatte, wie ich denke, mit größtem Respekt, nenne das mal als Philosophie, dass wir einen Spielplan machen. Einerseits kümmern wir uns, ich nenne das jetzt mal, um die Geschichte Frankreichs, und zwar die aktuelle oder die totgeschwiegene, also zum Beispiel Vichy. Mhm. Weil in Frankreich ist es ja jeder Franzose Widerstandskämpfer gewesen, wie man weiß. Und das Zweite war, dass er sagte, deutsche Autoren. So. Das ist deshalb wichtig, weil sonst, warum soll man sonst in Straßburg einen Lenz Büchner machen, sozusagen. Ne? Wir haben den Faust gemacht, das war sehr erfolgreich. Der André Wilms hat da gespielt. Der dann bei mir den Lenz gespielt hat. Mhm. Und der André Engel und der Jean-Pierre Vincent haben mir irgendwann in Berlin angerufen und gesagt, sag mal, mach doch mal eine Reise nach Straßburg und lass uns doch mal reden und denk dir doch mal was aus. Und dann war das mir ganz klar, was ich mir ausdenke. Habe ich das vorgeschlagen. Dann waren die einerseits ein bisschen schockiert, weil natürlich Straßburger Münster, weil ich sagte, das kann man nur auf dem Straßburger Münster machen. Das war natürlich ein bisschen schwierig, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber es war der Wille da und der Jean-Pierre, ich war glaube ich 14 Tage da, habe mit dem Ensemble geredet, tagelang, ich habe es ja gesagt, 23. Januar zu Fuß nach Waltersbach durch den Schnee gestapft, zwei Tage. Und das war eine schöne Zeit, einfach gerade auch die Vorbereitungszeit. Und dann hat das Theater gesagt, gut, wir machen das, okay. Und dann wurde nachgedacht, wie geht das überhaupt so. Ich glaube, wir waren 12 oder so. Ah ja, immer, also eine richtig große Gruppe. Ja. Und da seid ihr über zwei Tage dahin gegangen. Mhm. Und du sagst es ja richtig, es war wirklich, also eine erträgliche zwar, aber immerhin, es war eine Maßnahme sozusagen, ne? Zu sagen, komm, wir machen das. Es haben übrigens alle gesagt, ja, das machen wir. Es war ja keiner gezwungen sozusagen, es gab keinen Dienstplan. Also es war schon ein freier Entscheid natürlich. War eine Einladung, wenn du willst. Aber alle hatten auch irgendwo so gespürt, denke ich, vermutet,
gehofft, geahnt, keine Ahnung genau im Einzelnen, dass so ein gemeinsamer Weg eine ganz gute Ouvertüre ist. Also wir haben ja da jetzt nicht 10 Stunden durch den Schnee gestapft und nur über Lenz geredet, sondern über tolle Autos und hübsche Mädels oder ich weiß nicht, was so ein Blödsinn. Also ganz normaler Alltag. Und wir haben auch gesagt, wir lesen Büchners Lenz nicht auf dem Weg und auch nicht in Waldersbach. Das haben wir vorher gemacht. Also ganz akademisch, ne? Irgendeiner blöden Probenbühne. So ein gemeinsames Erlebnis, das haben ja all solche Ausflüge, auch für Familien, ja, wie man weiß, als ein Kriterium, dass du gemeinsam was erlebst. Beide erleben, man friert, beide haben Hunger, beide sehen Sonnenuntergang. So, dann kann man sich darüber austauschen, man kann es auch lassen. Es gab auch immer Schweiger natürlich. Und du lernst die verschiedensten Amplituden kennen. Die Umstände sind für alle gleich. Es ist kalt, du hattest nasse Füße, das hatten wir alle. Und jeder ging eigentlich auf eine andere Weise damit um. Gab es der Butler, dann gab es den Meckerer, dann gab es irgendwie jemand, der drüber lachte und spottete oder. Also es war relativ erkennbar, wenn du willst. So. Ich habe mich da übrigens auch sehr schwer getan, diese Lauferei. Ja komm, ich hocke eigentlich lieber in der Kneipe und trinke irgendwas Gutes und rauche eine Zigarette, als dann in den Schnee zu rennen. Aber auch mir tat es verdammt gut, nebenher gesagt. Und es war auch ein bisschen wie eine Verschwörung. Also jeder wusste, der da mitgeht, wir sind es, wir machen das. So, weißt du? Nicht ausgesprochen, aber das war so natürlich auf eine Art. Aber sie hatten eine gewisse Erfahrung mit Außenspielorten, der André Engel hat Antigone gemacht, also die Hölderlinsche Bearbeitung. Und zwar in irgendeiner, frag mich nicht, was von Ruinengrundstück das war. Also auch in Straßburg. In Straßburg. Und das Problem war natürlich, wenn du so ein Projekt gemacht hast, dass du nicht reisen konntest. Ne? Das CNS ist ja sonst auch unterwegs. Also es war auch fiskalisch ein Thema, natürlich, klar. Bei uns war das Hauptthema, wie kriegt man die Offiziellen, also ein OB von Straßburg, Flümlin, der war sofort dafür natürlich, wie kriegt man den Präfekt vom Elsass? Keine Chance, weil, was weiß ich, rechtsradikal. Also entschuldigt, das muss man aber so sagen. Also war klar, Bischof war dann das Erfreulichste erstmal an Begegnungen. Also gut, Flümien sowieso, aber weil der sofort sagte, klar, ihr könnt das machen von meiner Seite aus. Im Gegenteil, er hat angeboten, dass die Zuschauer, wenn sie nachts irgendwann um 12:30 oder so nach Hause banken oder nicht, weiß nicht, ob du dich erinnerst, gehst du nicht denselben Weg hoch, wie du hochgegangen bist, sondern einen anderen runter, so eine ganz enge Schnecke. Und du kommst in die Kathedrale. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Die meisten, und dann warst du in der Kathedrale nachts. Kein Touri, kein Karte Postal, also einfach Silence, tu vois. Und du hattest die Rosette von außen mit irgendeinem Flakscheinwerfer, auf irgendeinem Dach haben wir die Rosette von außen, als würde die Sonne draufstehen. Und dieses Licht war das einzige Licht, was du drin hattest. Das war unglaublich. Wow. Und wir haben auch gut verstanden, dass da kein Mensch mehr raus will. Wir haben die Leute nicht rausgekriegt einfach, weil das war sehr angreifend. Du warst berührt auf eine ganz sonderbare Weise. Zumal nach dem, was du erlebt hattest, wahrscheinlich schon. Ne? Wir haben ja da vielerlei gemacht da oben. Und das war der Bischof, der diese Schnecke erstens verraten hat, dass es die überhaupt gibt, das wusste kein Mensch. Und der ist Arm in Arm mit mir durch die Kathedrale und hat so die Geheimnisse erzählt, das war wirklich richtig toll. So, dann wurde allen klar, es ist ein Nationaldenkmal. Ihr wisst, ihr guten Franzosen, es gibt 6, glaube ich, in Frankreich Nationaldenkmäler, die direkt dem Präsidenten unterstehen. Es ist auch ein Kuriosum, dass auf einer Kirche eine Nationalfahne weht und nicht etwa das Kreuz oder der Hahn oder sonst was.
ne, kein kirchliches Motiv, sondern Michel Guy. Michel Guy war Chef vom Festival d'Automne. Es war diese Schwulenklique, also Chatelain war die andere Schwulenklique. Also es ging um Michel Guy. Also Michel Guy aufstöbern, und es war das eine. Das zweite war, du solltest möglichst oben anfangen und nicht durch die Hierarchie dich boxen, weil da hast du keine Chance natürlich, in Frankreich schon mal gar nicht. Mhm. Also hat man gesagt, wie kommt man direkt an Giscard d'Estaing? Giscard d'Estaing war Präsident. Ich erinnere mich, ich habe über die Romy Schneider mal die Catherine Deneuve kennengelernt. Und dann habe ich sie halt einfach angerufen, ganz schlicht. Also ich war damals so drauf, das war auch so. Und dann hat die mir einen Termin gemacht. Dann war ich 20 Minuten bei Giscard d'Estaing. Am Ende hat er gesagt, kein Problem, unterschreibt. Eine Bedingung, er möchte 2 Premierenkarten. Worauf ich sagte, mon président, pas de problème. Und die hatten dann natürlich das Problem, darum war der Präfekt wahrscheinlich dagegen. Das heißt ja immer so schön Präzedenzfall, ne? Dass übermorgen, was weiß ich, irgendeine Bande anreist und sagt, wir wollen auch und die haben doch auch und so und so. Also das war ihr Problem eigentlich, letztendlich wahrscheinlich. Das ganze Prozedere, ihr ahnt das, bis das, das ist so schnell erzählt, bestimmt ein halbes Jahr. Dann hatte ich Glück, dass der, bei uns heißt es Verwaltungsdirektor, ich weiß gar nicht, wie das im DNS hieß, es war ein älterer Herr, so Mitte 60 wahrscheinlich schon, und durch Elsässer, Gottlob, sprach gut Deutsch. Und der war in seinem eigentlichen Leben Unternehmer, hat irgendwelche feinmechanischen Maschinen hergestellt, weiß nicht mehr was. Und der hat es irgendwann gelassen und hat das alles verkauft und hat seinen Traum Theater wahrgemacht und wurde Verwaltungsdirektor. Ein hinreißend guter Typ. Mit dem konntest du wirklich alles stehlen. Und der hatte immer eine Idee, wie man es macht. Also da kam nie der Satz, oh, das geht gar nicht. Oh, ist das schwierig, oje, oje. Sondern der sagte, Courage, Akkord. So, es war ein richtig guter Typ. Dem ist viel zu verdanken sozusagen. Der hat auch intern das Haus immer wieder beruhigt, weil die natürlich auch alle wahnsinnig wurden bei der Vorstellung. Du musstest ja da Technik installieren und nicht wenig. War immer eher eigentlich der Motor, der sagte, das ist Problem oder gut und so. Also war ein guter Typ. Das kam so ein bisschen zusammen. Also so ein Klima-Oberbürgermeister, der fand es klasse, und Stuttgart, ich kam aus Stuttgart, Partnerstadt Straßburg, gerade 20 Jahre, war genau in dem Jahr. Und das fand er ganz wichtig und hat sofort einen Rommel eingeladen, den hiesigen Oberbürgermeister. Also das lief gut, wie gesagt, mit dem Bischof lief gut. So, das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist natürlich gewesen, dass der Champion Vincent begriffen hat, als einer der ganz wenigen, vielleicht noch die Mushkin in der Zeit und Peter Brook vielleicht auch noch, dass dieses sogenannte französische Theater eigentlich tote Hose ist. Da muss richtig Wind rein. So, die Mushkin hat es auf ihre Weise gemacht, ne, mit ihrer Pulverfabrik. Der Brook hat es mit seinem Bouffe du Nord gemacht. Wir waren so ein bisschen Pioniere mit dem Faust, im Sinne auch Aufmerksamkeit. Es war der Renner damals in Paris, das Ding. Und also in diesem anlaufenden Motor sozusagen saß der Champion und war ein kluger Mann, war oft in der Schaubühne. Wir kannten uns also unabhängig, so ein bisschen wenigstens. So. Und er hat begriffen, du musst einfach in diesen Häusern, zumal wenn sie so hoch subventioniert sind wie das DNS oder das DNB, musst du wirklich dich inhaltlich formulieren und nicht auf dieses Tralala laufen. Ne? Also jeden Tag 3 Molières sozusagen. Mhm. Bei allem Respekt. Wirklich. Und so kam das fast notwendig, dass da was ins Rollen kommt, sozusagen. Ne? Giraud fing gerade an und so. Ne? Also das ist so vielleicht so ganz grob gestrickt, so ein kleines Netz, was das Theater als Theater da vom Geruch her und auch vom Speed her
gesucht hat und du warst willkommen einfach. Also als ich da sagte, ich meine, kannst du dir mal vorstellen, ich will das Münster haben, haben die natürlich alle gesagt, irgendein durchgeknallter Deutscher und vollkommen wahnsinnig so. Irgendwann haben sie es auch begriffen natürlich, weil das ist das Zentrum in Straßburg bis heute, alles dreht sich um dieses Münster letztendlich und bevor das Europäische Parlament oder sonst was dahin wanderte, war es nur das Münster sozusagen, ganz ausschließlich. Also wo soll man sonst eine gute Arbeit machen als im wichtigsten und bekanntesten Platz der Stadt? Das ist das Münster nun mal. Dazu habe ich im Hotel Swiss gewohnt, das ist vis-à-vis von der Kathedrale. Also Münsterplatz, da ist das Hotel Swiss, ganz kleines Hotelchen. Das heißt, immer wenn ich die Augen im Bett aufmachte, morgens hatte ich das Münster vor mir. Also war klar, das muss man machen. So. Und dann ging es natürlich los, Wege zu finden. Dann ging es los, ein Szenario zu bauen. Also welche Texturen will man denn da durchsetzen, zu Gehör bringen. Und es war ziemlich auf der Hand liegen, was ich vorher so als Skizze mache, das steht hier relativ genau drin für euch, was man da macht. Also eigentlich lag es auf der Hand irgendwo, finde ich im Nachhinein, wir haben da gar nicht lange gebraucht. Also das jedenfalls als Kontur zu haben. Diese Unverschämtheit, dass irgendeine Textur, die an mich geraten ist, die irgendwas mit mir angestellt hat, die ich wichtig finde, die ich hüten möchte, die nehme ich einfach und knall sie dir vor die Nase und sage, so, jetzt mach du auch. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, ne? So. Und es ist einseitige Kommunikation. Du kannst nicht mal sagen, pfui Deibel, lass mich in Ruhe. Also kannst nur rausgehen. Ist auch keine Alternative. Das heißt, du musst irgendwo was behalten an Demut, ist vielleicht die beste Bezeichnung dafür, dass dir erlaubt ist, so unverschämt zu sein, Menschen, die du nicht kennst, mit denen du keine Bindung hast, Zuschauer, zu sagen, das ist wichtig, ganz wichtig, das ist sehr wichtig, das ist ganz unglaublich sehr wichtig. Wenn du das weißt, dann musst du Erfindungen machen, dass es demjenigen nicht nur leicht fällt, sondern dass es er gar nicht spürt, dass er da quasi reingezerrt wurde, verwickelt wurde, emotional berührt wurde und so weiter. Was man sich im Alltag sonst nie erlauben würde. Ne? Also Berührungen absolut tabuisiert, findet nicht statt eigentlich. Ne? Und Theater ist ein Instrument, was genau darauf setzt, zu berühren und einen Eindruck zu hinterlassen. Also so. Das geht im Leben nicht. Ne? Da kommt die Polizei, weil dann bist du handgreiflich und Straftäter. Theater verlangt das aber von dir. Und das musst du wissen. Also ganz tief als Produzierender wissen, finde ich jedenfalls. Und dann, wenn das einigermaßen mal durch einen durch ist, dann gibt es gewisse Irrtümer nicht. Die Theater natürlich tagtäglich rauskotzt. Also dieses ganze Schischige-Tue und didaktisch herumgefuchtle und so weiter. Dieser ganze Plunder. Dann kommst du irgendwann ziemlich netto raus. Und wenn du da eine Gewissheit für dich selber hast, dann ist es eben auch nicht die Frage nach Power oder weiß nicht was, wenn du auch den Mächtigen gegenüber, ich sag mal absichtsvoll, unverschämt auftrittst. Mir wurde das nie übel genommen übrigens. Ne? Und ich war häufig unglaublich streng und habe wirklich das Äußerste verlangt, siehe das Olympiastadion in Berlin.
Denkst du, was da los war? Du musstest mit allen vier Mächten verhandeln. Wenn die Amis ja gesagt haben, haben die Russen nein gesagt. Dann sagten die Engländer, ja vielleicht, die Franzosen, ach nee, wir sind gar nicht da. Dann sagte der Senat wieder, ja was ist denn nur? Also ständig. Und du musstest jeden sozusagen in seiner Welt, in seiner Arbeitswelt irgendwie vermitteln, es ist für dich auch ganz notwendig, dass wir das machen. Und im Alltagsgeschäft eines Stadttheaters kann das nicht stattfinden, natürlich. Du kannst es nur ganz, ganz extrem sozusagen kondensieren auf ein Projekt. Und da musst du eine Textur nehmen, mit Sicherheit, und auch Musik etc., was dem standhält. Also was du nicht mit einem Windhauch in Frage stellen kannst. Oder Geschmack, das gefällt mir nicht. Das kann nicht das Thema sein. Das muss notwendig sein. Und zwar jetzt. Und dann ging es natürlich darum, wie macht man das vor Ort? Also wir durften tagsüber nicht da oben sein, natürlich, sondern erst ab 18 Uhr. Das war natürlich fatal, weil erst ab 18 Uhr konntest du dann für uns da oben aufbauen. Das heißt, wir haben immer nachts probiert. Dann war klar, man muss das präsentieren, 8. Mai, Tag der Kapitulation, okay. Ja, selbstverständlich. Das heißt, du musst es im Februar, März, April probieren. Es war sowas von arschkalt. Also es war in vielem nicht einfach, sagen wir es mal so. Nur als ein Beispiel, der Lenz hat, falls du dich erinnerst oder auch nicht, irgendwann mal alle Glasscheiben in diesen Wächterhäuschen eingeschlagen. Alle. Das war, glaube ich, für alle ein ziemlicher Schock. Das heißt, das konntest du ja technisch nur so machen, dass du die Originalfenster ausgehängt hast, irgendwo gelagert hast. Wir haben die nachgebaut. Jeden Tag wurden die nach der Vorstellung ausgehängt. Die Originale wurden nachts eingehängt. Also wir hatten ja ein Team, was ab 1 Uhr nachts gearbeitet hat. Nach der Vorstellung. Nach der Vorstellung. Und dann mussten die nachgebauten Fenster runter verglast werden für den nächsten Abend. So. Also nur ein Beispiel. So gab es vielerlei Sachen, die einfach Manpower waren, aufwendig waren. Minus 10 Grad, Schnee oder so. Ne? Das war alles scheißegal. Oder es regnete oder so. Und das war aber auch natürlich die Herausforderung, es war auch das Abenteuer, es war auch das Verrückte und das, was alle gebunden hat auf eine Art, wo jeder mehr mobilisierte wahrscheinlich als sonst, sozusagen. Und du wusstest, es ist eine Novität, es wird es einmalig geben. Ja. Ne? Es wird es auch nicht in Annäherungen als Wiederholung geben können überhaupt. Also das spielt das hier auch mit rein. Dann hatten die meisten den Faust gesehen, das war für mich und den Audrey Wilms wichtig. Der Wilms hat auch beim Faust gespielt, daher kannte ich ihn. Und dann hat man eine relativ leichtere Sprache gehabt. Also wenn ich dann von Collage sprach oder von Elemente, die man zueinander setzt, ohne sie immer zu verknüpfen, sondern einfach nur nebeneinander setzt sozusagen und die Echos treffen sich oder auch nicht. Konnte man einfach ein bisschen auf den Faust verweisen, sagen, denk doch mal, Royal Chateau meinetwegen, war eine ähnliche Spielsituation vom Spielcharakter her. Also das war hilfreich natürlich. Und der Faust war ein Erfolg, blöd gesagt, aber das ist ja nicht unwichtig. Und man konnte sagen, das habe ich gemacht. Also das war auch, na klar, bisschen Außenwerbung sozusagen, muss man ja machen, ein bisschen trommeln und sagen, hallo, ich bin irgendwie ganz gut drauf. Warum macht man so eine Arbeit 40 Jahre lang? Ja, 40 ist falsch, 35 ist auch ganz schön lang, finde ich. Das macht man, also ich jedenfalls, nicht darum, um irgendeinen Ruhm und Ehre und irgendeinen Preis oder irgendeine Position oder so. So natürlich kann das nur sein, dass du
so ein Anliegen in dir aufspürst, da voranzugehen sozusagen. Also den Mut zu haben, komm, ich gehe vorne weg. Und dann ein Ensemble versammelst und die animierst und plötzlich stehen da 20 auf der Bühne. Ne? So. Was ja auch bei Straßburg gerade bei den Spielern war, was da gewachsen war in der Zeit, als wir zusammen waren. Das lag ja jetzt nicht nur, dass das Klima mild war und wir jeden Tag irgendwelche komischen Karnickel gegessen hätten. Sondern da war irgendwas gegründet, ausgesprochen, unausgesprochen. Dass man wusste, wir müssen das machen. Und es geht auch nur so. Natürlich kann man sagen, es hätte man auch alles anders machen können. Natürlich. Man hätte es auch gar nicht machen müssen. Ist nicht notwendig. Kartoffelschälen ist viel wichtiger, wenn man Kartoffeln essen will. Wir wollten aber keine Kartoffeln essen. Wir wollten dem Lenz irgendetwas als Schatten vielleicht geben, dass man den Lenz besser sieht. Und klar war der auch ein bisschen umstellt, der Lenz. Da gibt es den Büchner, da gab es das Münster, da gab es Schauspieler, da gab es die Sonne und es gab auch den Schneesturm. Also der hat es schon schwer gehabt, der Lenz, im wahrsten Wortsinne. Dennoch hat er als einziger wirklich Gedichte als Waffe in der Hand gehabt. Ne? Das war am Anfang. Du kamst als Zuschauer hoch auf die Plattform, und bist rumgestanden, wusstest nicht, was mache ich hier, gucktest raus, Sonnenuntergang, die Vogesen und der Schwarzwald, der Forêt Noire und Le Soleil und so weiter. Und bis dann alle da waren und alle, ne, 397, glaube ich, oder 87 Stufen. Und dann war erstmal gar nichts. Ne? So, dann ging die Sonne langsam in ihren letzten Weg. So. Und dann fing es an, in diesen Zuschauern, die irgendwo standen, verteilt auf der Brüstung dann, ne, so, dass plötzlich einer anfing zu spielen. Die hatten zwar historische Kostüme, alle in den Farben, die der Sandstein hat in der Kathedrale, also die verschiedensten, braun, rot, ocker, so waren die Kostüme, sowohl bei der alten Frau eben, bei der sogenannten Friederike. Und die Friederike war in dem Haus, im Wächterhäuschen, war ein Fenster auf und da stand die, da gibt es ein Foto, da kannst du nur küssen. Und zu Füßen lag dann eben zum Beispiel der Lenz, ne, der ja, auf fatale Weise letztendlich sich immer die Liebschaften von Herrn Goethe abholte und grauenvoll eigentlich der Vorgang, aber es war nun mal so. Und da stand die so wunderschön. Und in der anderen Ecke war eben Goethe mit Lenz irgendwie und dann haben die immer gewechselt. So, dann konntest du als Zuschauer natürlich dich entscheiden, du bleibst bei der einen Szene. Und war das, irgendwann hast du mich gekriegt, da kommt auch wieder jemand her quasi, ne? So ein anderes Pärchen eben. Oder du bist nochmal auf die Suche gegangen, was ist da hinten los oder dort oder so. Dann haben die Szenen mehrmals gespielt, also nicht nur einmal, sodass du potenziell die Chance mehr oder weniger hattest, eigentlich all diese Szenen gesehen zu haben. Und irgendwann kapiert es auch ein Zuschauer witzigerweise. Am Anfang natürlich nicht, klar, weiß man nicht, was ist hier los und wo, ach und hier und da und was soll ich da hin und dort. Irgendwann, glaube ich, mehrheitlich jedenfalls, kapieren die auch so eine Struktur. Das war eher lässig. Ich konnte es auch noch eine Zigarette rauchen. So. Und Goethe saß immer im Helm da oben und er rief dann immer, Lenz! Und dann rief Lenz zurück. Goethe! Das heißt, ja, Goethe geht in der Stadt. Und am Anfang bei den Proben war das eine Katastrophe, weil 100-mal kam die Feuerwehr und die Polizei sowieso, Securities mit Hubschrauber und so. Viele Repetitionen. Er hat was entdeckt für sich erstmal und damit für mich, dass er Innenfiguren, also Befindlichkeiten, Zustände, Ausdrucksformen, die dann nach außen gehen, in Naturbeschreibung
stattfinden lässt eigentlich. Und die Naturbeschreibung, die scheinbar so realistisch ist, ne? So wurde der Lenz auch ein paar Mal verfilmt übrigens. Er hat eben mit der Außenwelt nur sehr bedingt was zu tun. Die bemüht er, um diesem Lenz sozusagen so ein inneres Gerüst zu zimmern. Also nennt es Psychologie. Und das ist faszinierend. Allein dieser Vorgang, sich auf sowas auch zu verlassen, das hat mich immer fasziniert. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich jemals mit meinem Metier, also mit Theater, Schauspiel, damit was machen kann, darf, soll, muss oder so. Du weißt es, ich bin Seil gelaufen, 6 Meter Höhe, ohne Netz. Wenn du das nicht, wie kann man das denn sagen? Nur erstmal für dich, einfach willst, zu erleben, zu erfahren, was machst du da oben, was geht da mit dir? Geht dir die Muffe, hast du Angst, hast du ganz anderes durch den Kopf, durch den Magen? Wenn du dann läufst, ne? Immerhin waren bei mir 4000 Zuschauer in meinem Zelt, 4 Meister. Übrigens in Heilbronn war damals meine Premiere. Dann machst du das einfach nicht, dann hast du nämlich Angst. Also das ist auch eine gute Bremse, sonst wird ja jeder da laufen. Das ist eine Art von Unabdingbarkeit und Ausschließlichkeit, die jetzt im Moment zählt und nicht gestern und nicht morgen. Und die Kondition musst du ja herstellen. Also du kannst es Konzentration nennen, das klingt dann freundlicher. Du musst irgendwas mit dir betreiben. Und wir hatten übrigens im Zirkus das erste Gebot, wenn du nur einen Hauch eines Zweifels hast, dann läufst du nicht. Und zwar sehr zu Recht, weil du kannst es nur, wenn du ganz frei bist. Wenn du nur den Schatten einer Überlegung hast, was für einen Wahnsinn du da machst oder... Ist ja auch vollkommen nutzlos, ne, was du da machst. Also gelbe Rüben einkaufen ist viel nutzbringender, als auf einem Drahtseil zu laufen natürlich. Also das ist der richtige Lenz in seinen Teil. Der Patinist, ne? Ja. Also er hatte die Attitüde eben. Ne? Und ich denke, also das ist ja ziemlich platte Dramaturgie, aber ich bin nun mal so, das erzählt genau die Geschichte eigentlich von Herrn Lenz. Diese Bemühung, diese große, leidenschaftliche, vollkommene Überanstrengung, ein mindestens so bedeutender Poem zu werden wie Herr Goethe und das natürlich nicht zu werden und im Gegenteil von Herrn Goethe ab, so die rote Karte zu kriegen. Und das war und ist sein Lebenstrauma, mit Sicherheit. Mhm. Und ich finde, so sieht er auch aus. Ja, da hat er, das ist, wenn ich trifft, das ist leicht, leicht angeknickt, der gute Herr. Wo ist das? Ich habe denen ähnliche Geschichten erzählt, nur viel mehr, die ich gerade erzählt habe. Und habe einfach geguckt, was machen die damit? Also geht da einer auf eine Spur sozusagen und kann seine Fantasie füllen, weil Fantasie an sich gibt es nicht. Und kann, ich sag mal, nach und nach so eine innere Figur entdecken. Darum geht's. Alles andere interessiert mich nie bei Schauspielern. Also die Ausdrucksform ist ja alles äußerliche Klimbim sozusagen. Du musst die innere Figur treffen, so. Und wenn du da eine Gabe hast, das sollte man als Schauspieler haben, dann denke ich, geht eine Türe auf und plötzlich hast du eine Spielfigur. Das war auch nicht meine Verantwortung. Die Verantwortung hat der Spieler und sonst niemand. Und wenn du das Prinzip aufgibst, dadurch, dass du ihn sehr eng führst sozusagen, dann entmündigst du den Spieler erstens, zweitens bist du ja im äußersten Fall bis zur Premiere da als Regisseur.
Und der Spieler muss das 2 Jahre vertreten, meinetwegen, ne? Wenn das Stück 2 Jahre gespielt wird, zum Beispiel. Das heißt, du musst das gründen mit ihm zusammen, auf irgendeine Weise eben, dass er in der Lage ist, diese Art von Verantwortung bei sich selber zu kreieren. Die Anstrengung muss er machen. Ich denke, der war Anfang 30 vielleicht oder sowas, oder Mitte 30 womöglich, relativ klein gewachsen, von der Körpergröße nur gedacht. Und ganz normal aufrecht, ich sag mal ganz unauffällig. So. Sobald er gespielt hatte, den Lenz gespielt hat, und das sieht man auf den Fotos übrigens, dann ist er so geworden, hat einen sehr angespannten oder verspannten Rücken gehabt, war da oben kaum beweglich, Blick eher auf den Boden, also so vor sich, nicht etwa ein Panorama, überhaupt nicht. Und das hatte ganz wesentlich mit dieser Figur Lenz zu tun, für diesen Spieler. Das gibt den Schauspielern eine Menge Freiheit erstmal. Also die sind häufig ja glückselig, wenn du sie sozusagen auf so ein Feld führst, wo sie eigenverantwortlich gestalten müssen, nennen wir es mal ganz einfach so. Und klar muss man da Tipps geben, keine Frage. Man muss gut gucken, man muss da korrigieren oder den Spiegel zeigen. Das können Schauspieler schwer selber kontrollieren erstmal. Was mache ich denn wirklich im Sinne von Außenwirkung? Das ist mein Job. Und dann können sie Korrekturen legen. Ne? Wenn ich sage, du, das ist zu heftig, da hast du plötzlich einen Rumpelstilzchen und der Lenz war kein Rumpelstilzchen, es war ein Getriebener, ein Geschlagener. Immer Fäuste. Immer so. Goethe hat immer die Handflächen gezeigt. Hallo. So, ne? Also, vollkommen andere Gestus. Und nach entdecken die natürlich so eine Möglichkeit, weil so viele Varianten gibt es da nicht als Spieler. Du hast deinen Körper, du hast deine Stimme. Dann ist schon ziemlich aus. Also das musst du einsetzen natürlich. Ja. Ich glaube, weißt du, dass bei den Spielern, natürlich kann man sie animieren, man kann ihnen natürlich Vorschläge anbieten. Die nehmen das gierig auf, sind Gott froh erstmal in der ersten Etappe, weil sie riskieren ja dann nichts, sie machen ja nur das, was du gesagt hast. Ne? Also wenn du dann korrigierst, korrigierst du dich selber quasi und du entlässt den Spieler aus der Verantwortung. So, und es gibt Regisseure, die machen vor, also wissen ganz genau, wie das geht sozusagen und spielen dem Spieler das vor. Der nimmt es im Regelfall auf und imitiert es mindestens mal auf eine Weise oder macht sogar davon einen Abzug 1:1. Und im Regelfall ist der Regisseur dann befriedigt, weil er kriegt ja das erfüllt, was er selber vorgegeben hat. Und das ist natürlich dummes Zeug. So macht man keine Kunst. Weil dann lässt du natürlich den Spieler vollkommen außen vor. Der hat ganz andere Qualitäten, der hat eine ganz andere Sensibilität als du. Der hat einen anderen Blutdruck. Der geht anders auf die Toilette. Also es ist einfach eine vollkommen andere Persönlichkeit. Und die musst du doch nutzen, dass es da viele verschiedene andere Persönlichkeiten gibt. Und nicht einer und alle anderen machen hinterher. Also wenn du das annähernd weißt, dass man, das ist zwar mühsamer vielleicht, weil da passieren dir natürlich auch Begegnungen, da wärst du nie auf die Idee gekommen, dass diese Figur Lenz jenes und dieses machen könnte, dürfte, denken könnte und. Das heißt, du musst darauf eingehen, was der Spieler anbietet. Und zwar ernst und nicht nur sagen, ja schon, aber. Das aber streichen, sondern es ernst nehmen wirklich. Und das ist schon auch mühsam. Ich weiß, wovon ich rede. Und manchmal ärgert man sich in sich selber, weil es geht nicht voran, der wiederholt und wiederholt und es tut nicht und es tut nicht. Du musst da auch einfach geduldig sein und jeder hat eine andere Temperatur. Es gibt Galopppferde, ne? so Rennviecher, es gibt aber auch die schweren Kaltblüter, die sehr langsam durch den Wald und so. Und du musst mit allen Temperaturen versuchen, Gerechtigkeit walten zu lassen, in dem Sinne, dass du ihnen ihren Platz gibst. Und dann erntest du meistens großartige
Spielergebnisse, weil das authentisch ist. Und du als Gucker spürst sofort und glaubst es dem Schauspieler. Und du glaubst vieles bei Schauspielern sonst nicht. Sondern es ist einfach tralala, irgendeine blöde Verabredung. Es ist eh eine fiktive Behauptung. Das hat ja kein Mensch gesagt, dass die Figur Lenz, wie bei uns in Lenz spielt, aber auch nur annähernd was mit der historischen Figur zu tun hat. Es hat vielleicht was mit der Temperatur dieser historischen Figur zu tun. Oder mit der Ausweglosigkeit, die dieser Mensch gelebt hat und erlebt hat. Nur das muss der Wilms, bei uns war es der André Wilms, bei sich entdecken. Wo ist er denn in die Falle gerannt oder in seinem Leben? Und das muss er nicht allen öffentlich erzählen. Er muss daraus sozusagen seine Stimme, es fängt an von Stimme und hört auf vom Körper. Und der Körper und der Mensch ist ja so konstituiert, dass er das sehr wohl zeigt und zulässt. Guck doch mal, setz dich doch mal 14 Tage in den Hauptbahnhof Stuttgart. Das habe ich immer mit meinen Schauspielschülern gemacht, von morgens bis abends. Und nur gucken, wer läuft da vorbei. Und nur von dem äußeren Eindruck, wie der seine Aktentasche trägt, welcher Knopf am Anzugjackett geschlossen ist und welcher nicht, wie sind die Schnürsenkel und so weiter, kannst du schon relativ viel schlüsseln oder ausschließen. Also rein äußerliches Erscheinungsbild. Und das musst du, denke ich, immer enger schnüren, sodass es irgendwann unverwechselbar ist am Abend und ganz authentisch dadurch wird. Und wenn du den nachher in der Kneipe bei einer Rouge triffst, wirst du nie auf die Idee kommen, dass er den Lenz gespielt hat. Und nicht, weil er Grimassen gezogen hat, sondern weil er irgendein Teil, ein Aspekt dieser historischen Figur oder der uns bekannten Figur, sagen wir es mal besser so, was ja auch sehr spekulativ ist, den hat er vielleicht dir zeigen können. Und ein anderer konnte dir vielleicht eine andere Farbe zeigen, die der Lenz auch in sich hatte. Es war ja nicht monochrom, war ja ein Regenbogen. Also vielschichtig. Weißt du, mein Glück ist, ich bin kein Schauspieler. Ich stand oft auf der Bühne und hab gespielt, weil ich Geld verdienen musste oder so. Aber ich bin kein Schauspieler. Und alle großen Regisseure, die ich kennengelernt habe in meiner Arbeitszeit, waren keine Schauspieler, keine gelernten Spieler. Die kamen über ganz andere Wege in das Metier. Und das hat einen riesen Vorteil, dass du einfach die Technik dieses Schauspielerns, was die ja 3 Jahre in den Hochschulen erlernen, eben nicht in den Knochen hast. Und daher bist du auch nicht verführt, das anzubieten. Also wenn ich mit meinem Körper irgendwas tue, dann hat es mit mir, Johannes Klett, in einer gewissen Situation zu tun und nicht mit irgendeiner Vorgabe, man macht eben, wenn man die Geste so. Also da ist man auch ein bisschen behütet worden dadurch, dass ich zum Beispiel eben kein Schauspieler bin. Die Mehrzahl in Deutschland ist es jedenfalls so, der Regisseure sind gelernte Schauspieler, ne? Haben irgendwann mal keine Lust mehr gehabt, weil das haben sie ja immer als drittklassig angesehen. Der Regisseur ist die Number One, ne? Das ist so der Star und selber immer ein bisschen minderwertig als Spieler. Und dann werden die Regisseure. Na, vielen Dank. Na, vielen Dank, kann ich nur sagen. Also das ist alles ein bisschen blank gefegt natürlich. Also da gibt es sicher auch Nuancen, das ist ja klar wohl. Selbst auf einem blöden Foto nach 30 Jahren sehen, dass die anders sozusagen zu ihren Figuren gekommen sind, diese Spieler, als sehr häufig jedenfalls, zumal in so Stadttheaterniveau passiert. Hat mich richtig verwundert. Also gerade die Lenz-Figuren, was da der Körper macht, also bei dem einen hast du den Eindruck, also wenn der jetzt auch noch einatmet, dann zerreißt das Kostüm sozusagen. So eingezwängt war der da drin. Während der Goethe luftig, leicht, fröhlich, italienische Reise, alles prima, ne, so unterwegs war.
Und das entspricht so, natürlich, wie gesagt, lass mal die kleinen Differenzen weg. Das ist erstmal ein grober Strich, einverstanden. Aber das entspricht im Wesentlichen, im Telegrammstil, diesen beiden Persönlichkeiten. Und auch, man ahnt, welche Konflikte da es gibt, wenn die aufeinander knallen. Und jetzt hat der eine noch den Titel Fürst, der Dichter Fürst, also hat die Herrschaft. Und der andere zappelt sich einen ab, weil ich will auch, ich will auch, ich will auch. Und dann schlägt er mit dem Huf aus, der Herr Goethe. Und dann hat Herr Lenz einen in der Fresse. So sieht es dann aus. Und dann schreibt er auch schlecht, der Lenz. Übrigens. Kann man richtig gucken. Der ist, hat sich richtig selbst kaputt gemacht, natürlich. Und ist nicht zum Eignen gekommen. Wenn du mal die Texte Lenz nimmst und leg mal so einen hölzernen Text daneben, das ist vollkommen anders. Und es geht jetzt nicht darum, ob das eine notwendig ist und das andere ist irgendwie dummes Zeug, das ist gar nicht das Thema. Der Lenz hat ja auch mit Vehemenz und mit aller seiner möglichen Leidenschaft sich in diesen Dichterberuf quasi hinein katapultiert und Dichtung produziert, um es mal doof zu sagen, und kam einfach nicht zu sich. Bin ich tief davon überzeugt. Er stand sich im wahrsten Wortsinne selbst im Wege einfach. Und ich denke, er hat dieses Scheitern, und das macht ja die Tragik überhaupt, das ist ja wie eine Spirale, also wenn du da einmal drauf sitzt, kommst du da auch nicht raus. Dann knallt es halt irgendwann mal auf. Und er hatte offensichtlich eben auch nicht den berühmten guten Freund, der einmal den Kopf richtig wäscht. Also der auch bereit ist, dem anderen so eine Tortur zuzumuten. Das muss man ja irgendwie erstmal hinkriegen. Ohne dass so eine Freundschaft kippt oder Vertrauen davon geht. Sonst erreichst du den ja gar nicht. Und dann verrennt man sich, glaube ich, das ist nicht so schwer, und galoppiert so auf was zu einfach. Ist das Tragische für dich ein wesentlicher Ansatzpunkt? In dem ah ja, das hat ja was mit, auch mit dem Münster insofern zu tun, die Gefahr dann abzustürzen, die ist so latent, wenn du auf dem Münster bist. Du musst ja nur einmal runtergucken und schon spürst du ja selber, jetzt noch 15 cm, dann flutsche ich da runter. Also wir haben das auch mit den Figuren versucht zu machen, mit dem Lenz. Dass er, in gefährlicheren Positionen sich selber positioniert hatte. Der Goethe war auf seinem Divan sozusagen, bildhaft, hatte alles um sich frei. Le Bourge, tu vois? Also, der hatte die, nennen wir es mal, Leichtigkeit. So, und die hatte er natürlich durch seinen Erfolg, durch die Anerkennung, alle Frauen lagen ihm zu Füßen, er hat seinen Polizeistaat als Staatsrat diktiert, so, ne? Also der hat ja alle Ressourcen des Lebens um sich versammelt. War ein kluger Mann, ohne Frage. Ein Weltbürger auf eine Art, war Wissenschaftler, hat sich, wie wir wissen, um vieles auch in den Wissenschaften mit dem Vorzeichen damalige Zeit gekümmert, siehe Farbenlehre oder der berühmte Ginkgo und so weiter. Das ist an Herrn Lenz alles vorbeigegangen. Hat er sich nie drum gekümmert. Weil da hatte er auch keinen Platz mehr, keine Energie mehr, keine Spielerei. Also die Farbenlehre mit Verlaub ist auch eine gewisse Art von Spielerei natürlich. Also im sehr hohen Sinne meine ich Spielerei. Und das macht dich frei natürlich, wenn du sowas. Und das ist schon eine Tragik natürlich. Also er hat eine Spur gehabt. Auf eine Art. Es war kein Genießer. Kurzatmer. Und ich habe versucht gehabt, glaube ich,
natürlich in einem Hölderlin oder mit einem Hölderlin den Jakobiner zu sehen. Also den Revolutionär, der aufbricht, der losstürmt, der Grenzen sprengt, überschreitet, neue Terrains erobert. Hölderlin sagte mal diesen wunderbaren Satz: Wünscht ich der Helden einer zu sein, so wäre es ein Seefahrer. Seefahrt damals, unter dem Stand damals, also nicht heute, der Dieseltank. Natürlich diese Unglaublichkeit der Seefahrer loszufahren. Die Welt war noch eine Scheibe, dann sind die schon nach Ende. Also dieser Mut, diese Vision, dieser Traum, in Neues zu gelangen. Ich denke, es ist ein Menschheitstraum und den können zum Teil sogenannte Kunstproduzierende in ihren einzelnen Sujets lebendig machen.